Warte. Hä? Was ist das denn? Moin liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, befinden wir uns hier in Minecraft, in VR, VR, ach keine Ahnung. Jedenfalls befinden wir uns hier mal wirklich direkt in einer Welt. Man sieht hier, oh Alter, man sieht hier richtig die Sonnenstrahlen durch die Bäume, durch die Blätter durchkommen. Ist auf jeden Fall sehr cool, schaut sehr schön aus. Das Problem ist, es wird direkt schon Nacht. Und ich habe keine Ahnung, wie wir hier überleben sollen. Falls euch wundert, was da hinten so laut ist, das ist mein PC, der gerade brennt. Ich denke, wir fangen ganz klassisch an, indem wir erst einmal Holz suchen. Das wäre auf jeden Fall sehr praktisch. Jetzt müsste ich nur gucken, wie wir das hier abgebaut bekommen. Okay, warte. Ich kann da direkt gegenboxen. Lol, ja, okay, ich kann direkt dagegen boxen, aber es dauert ja ultra lang. Komm! Stirb! Ah, ja moin. Das ist unnötig anstrengend. Aber gut, hilft alles nichts. Jetzt haben wir unsere zwei Holz. Perfekt. Da ist ein Huhn, das nehmen wir gleich mal mit. Weil wir brauchen natürlich auch was zu essen. Boah, die Sonne. Ah, Mahlzeit. Diese Voice Cracks. Oder ich nehme hier das Schaf mit. Kann ich das boxen? Willst du mich boxen? Willst du mich boxen? Komm her. Ich kann die boxen. Komm, stirb. Ah. Das würde vielleicht mit einem Schwert leichter gehen. Der Typ ist hartnäckig. Da ist ein Huhn. Ah, er ist tot. Ehrlich jetzt. Ah, doch, ich dachte schon. Ich dachte jetzt, ich habe den per Hand verprügelt und hat nicht mehr was bekommen. Kleiner Mann, wissen Sie... Das finde ich jetzt unhöflich. Ich habe dich nur nach dem Weg gefragt. Nein! Bitte, lass mich wenigstens meinen Huhn holen. Du Penner! Alter, ich sterb schon. Dann nehme ich wenigstens hier das Ei mit. Ah, okay. Perfekt. Gut, also wirklich, alles gut. Ich gehe einfach, ne? Also, es ist gar kein Problem. So, pass auf, ich hole mir jetzt nochmal das restliche Holz und dann mache ich mir erstmal ein paar Tools, weil sonst komme ich nicht so weit. Ich laufe hier einfach nur im Zickzack. Was ist das? Oh, das sind Schweine. Stirb! Das macht keinen Sinn. Ich habe rausgefunden, ich kann auch einfach hier gedrückt halten. Das ist natürlich einfacher. Aber besser, cooler ist natürlich einfach drauf schlagen. Das hat irgendwie was. So, dann machen wir uns jetzt hier erstmal gediegen eine Axt. Wie kann ich denn hier craften? Ah. So. Ich höre einen Zombie. Oh, oh. Alles gut, alles gut. Ich bin ja da. Mein PC ist kurz davor zu kollabieren. Aber ich glaube, ich bin in einem gesunden Abstand. Jetzt kann ich hier auch mal weiter craften. Also. Birkenholz. Alter! Diese Kuh. Perfekt. So, Werkbank. Ich muss jetzt hier placen. Sie ist weg. Ach da. Mach ich denn das? Wie kann... Ah, okay, okay. Boah, ja, gar kein Ding. Jetzt haben wir hier unsere wunderschöne Holzachs. Die Werkbank nehmen wir wieder mit. Jetzt nehmen wir hier auch mal ein bisschen Holz mit, tatsächlich. Komm! Jawohl! Das geht ja easy. Perfekt. Ja, okay, so kann man arbeiten. Eine Pickaxe wäre ganz praktisch. Da können wir uns doch gleich mal eine in unserer Profi-Werkbank machen. Weil ich glaube, Stein können wir nicht abbauen. Man merkt, ich bin Profi. Boah. Wunderschön. Komme ich hier raus? Nehmen wir auch wieder mit. So, jetzt hat. Ich brauche Fleisch. Ah, lol. Ja, okay, wenn es so einfach ist. Easy. Also ihr seht, wir haben hier den Überblick über die Welt. Ich würde sagen, wir brauchen eine höhere Position, weil hier kann man... Ich glaube, hier in diesem Spiel... Ich glaube, hier wäre es praktisch, wenn man eine höhere Position hat, damit man so, wie gesagt, so ein bisschen einen Überblick hat. Der Berg da hinten sieht sehr cool aus. Aber wenn... Oh. Wenn ich hier ein bisschen Platz mache, dann könnte man hier auch irgendwas Gutes bauen. Wobei der ein bisschen zu schmal ist. Da würde ich sagen, entweder stiefeln wir darüber oder darüber. Oder da, das ist es. Da gehen wir jetzt mal hin. Falls wir da irgendwie überleben. Das ist ein sehr beschwerlicher Weg, wenn es so leckt. Aber es funktioniert. Nehmen wir auf dem Weg nochmal ein bisschen Holz mit, weil ich denke, wir werden uns gleich mal ein Haus bauen. Hier muss man alles mitnehmen, was man kriegen kann. Das Ding, man ist wirklich zwei Blöcke groß. Also halt, wie man wirklich, wie es echt wäre, wenn man Steve wäre. Also, ich komme gerade so bis... Nein! Alles gut. Haben wir gleich ein bisschen Erde, dann müssen wir die nicht per Hand abbauen. Sehr gut. Aber ich glaube, wir sollten hier nicht zu lange rummachen. Ja, genau. Alter. Ich habe jetzt meine
professionelle Killer-Axt, aber damit werde ich nicht weiter. Da muss ich mir wirklich ein Schwert machen. Muss hier nur irgendwie hochkommen. Sehr gut. Sind wir jetzt schon... Ja, das ist sogar schon unser Berg. Das war ja dann doch relativ einfach. Oh. Boah. Nein, bitte. Na, boah, ich habe gar kein HP mehr. Bitte nicht. Ich bin tot. Ich bin gleich tot. Ich bin tot. Es ist... Ja gut, was soll's. Neustart. Ich habe nur leider keinen Plan, wo wir langgelaufen sind. Ich glaube, wir sind darüber. Okay, Speedrun. Ich glaube, man merkt, ich bin extrem schlecht in PvP. Nicht nur hier jetzt so, sondern auch wirklich auf dem PC. Das ist grauslich. Ich finde den Weg niemals. Junge, hier sieht ja alles gleich aus. Okay, hier ist... Ja, hier waren wir gerade, okay. Ich glaube, da hinten ist sogar unser Berg. Das ist er, ja. Da ist ein Enderman, perfekt. Da ist ein Creeper, an dem laufen wir mal ganz frech vorbei. Jetzt muss ich da erstmal wieder hochstiefeln. Ja, gut. Okay, das sah nach einem epischen Fight hier aus. Aber ich glaube, bitte sag nicht, dass meine Items nicht droppen. Oder sind die da unten? Ja, die müssten irgendwo hier unten sein. Ah, da sehe ich schon was. Ja, perfekt. Alles gut. Gar kein Ding. Da haben wir alles wieder. Und dann würde ich sagen, wenn wir schon mal hier unten sind, nehmen wir mal ein bisschen Holz mit. Bauen das gleich schon mal in unser Haus ein. Oh, wie komme ich denn da wieder ran? Ah, ja gut. Gar kein Ding. Okay, perfekt. Ein bisschen was haben wir schon mal. Das hier machen wir mal zu. Inventar bitte. Ah, ich habe gar keine Erde. Ja gut, dann regeln wir das anders. Wo ist meine Axt? Meine Axt? Ja genau, die Pickaxe. Okay, der Enderman, der chillt hier. Solange der nichts macht, ist alles cool. Ja gut, dann nehmen wir hier mal die ganzen Bäume jetzt mit. Das dauert hier ein bisschen sehr lange. Ich habe hier noch meine Pickaxe. Nee, habe ich nicht mehr. Perfekt, dann mache ich eine neue und nehme jetzt einfach mal hier ein bisschen Stein mit. Sonst wird mir das... zu blöd. Das dauert sonst ein wenig sehr lang. Perfekt. Oh. Holzspitzhacke. So, dann müssen wir mal gucken. Wo haben wir denn jetzt hier Stein? Ich würde mich einfach mal gerade nach unten graben. Wobei, das ist gar nicht mal so schlau, glaube ich. Weil jetzt einfach hier einen auf Strip Mine gar. Ja, easy. Ich nehme erstmal drei mit. Wobei, wir machen... Keine Ahnung. Wir brauchen, ich weiß nicht, wie viele wir für den Ofen brauchen. Nehmen wir jetzt einfach mal so eine gesunde Anzahl mit. Ich glaube, 13 sind's. Ja, wird schon passen. 14, das reicht. Okay. Oh. Stock. Bruchstein. Spitzhacke. Easy. So einfach kann's gehen. Wie kann ich die jetzt droppen? Weg damit. Gegenstand fallen lassen. Ah ja, dann machen wir das so. Tschüss. Ich habe mir eine Steinspitzhacke gecraftet. Ich wollte eine Steinaxt machen. So. Bruchstein. Perfekt. So geht das Ganze doch nochmal ein bisschen schneller. Boah. Ja, so stelle ich mir das vor. Es wird jetzt eine längere Geschichte, hier ein großes Haus zu bauen, aber was soll's, so groß muss er ja nicht sein. Okay, perfekt. Es wird. Wenn du da stehen willst, dann... Ja, was soll's? Alter, einfach Jedi. Ah, das hat ja bestens geklappt. Hä? So, dann graben wir uns jetzt hier einfach mal runter. Perfekt. Sehr schön.
Langsam habe ich den Dreh raus. Jetzt kommen wir hier, bekommen wir die ganzen Setzlinge. So, okay, wenn das jetzt hier alles runtergefallen ist, dann fangen wir an mit dem Hausbauen. Das würde ich dann in der nächsten Folge machen. Das war's dann schon wieder mit dem heutigen Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like oder ein Abo da, wenn ich mehr solche Videos hier mal machen soll. Ich würde sagen, oh, da hinten ist ein Village. Ja, perfekt. Also wir haben auf jeden Fall die Voraussetzungen fürs nächste Video. Ich würde sagen, in der nächsten Episode sehen wir uns wieder und dann bis demnächst. Ciao.